Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zur heutigen Rückenstunde. Hello, welcome to this back exercise lesson today. We start with a movement of one shoulder. Du kannst deine linke Schulter nehmen, nach vorne und nach hinten. Move your shoulder to the front and to the back. Und vielleicht hast du letzte Woche mitgemacht und gelernt, dass wir vermeiden, die Schulter zu heben. Also wir drehen einmal nach innen und nach außen, dabei dreht sich der ganze Arm. So we rotate to the front and to the back without lifting our shoulder. Die Bewegung darf ein bisschen größer werden, über deine Körperseite gehen. Du darfst dich ein bisschen mitdrehen. You can make the movement a little bit taller, bigger. Taller, bigger, ja. Yeah. And move your chest. Und dann darf die Bewegung noch größer werden. Auch so ein bisschen nach hinten gehen und lass die Schulter tief. Ich könnte auch immer die Schulter heben, brauche ich nicht. Das mache ich sowieso im Alltag, also ziehe ich sie tief. Und dazu nimmst du den Fuß nach vorne und nach hinten. Bring your foot to the front and to the back. It's the foot on the same side, or you move your arm, you make a mambo step. Mach so einen Mambo-Schritt nach vorne und nach hinten. Locker. Locker, locker, locker. Wenn es stabiler ist für dich, dann geh. Oder weniger rutschig, dann bleib auf deiner Matte. Du kannst dich immer ein bisschen hin und her drehen. Für mich ein bisschen angenehmer, der Boden ist doch rutschig mit meinen Söckchen. You can also rotate and work on your mat, so you don't, it's not so slippery. Und noch viermal, große Bewegung, drei. Noch zwei, noch einen und dann bleiben deine Füße wieder stehen. Dein Arm geht noch ein bisschen weiter und er geht noch ein bisschen mehr vor den Körper und hinter den Körper. Drehst dich jetzt ein bisschen mehr mit. Now bring your arm in front of you and to the back. So you rotate a little bit more und dann bleibe in der Mitte und lass deine Schultern lockern. Den Arm locker ausschütteln. Vergleiche beide Schultern. Vielleicht hast du die eine schon so ein bisschen entspannt. Dann beginne den anderen Arm nach innen und außen zu drehen. Also auch nochmal zum Verständnis, for understanding, man kann hier im Unterarm drehen. Da passiert nicht viel und ich kann den ganzen Arm drehen. Dann drehe ich wirklich hier im Oberarm, Kopf. Dann drehe ich so ein bisschen in der Pfanne. Also man könnte diese Drehung machen. You can do this movement, it's not what we want to do. We want to rotate in our shoulder to the back and to the front. Dann werdet ihr größer in der Bewegung. Movement gets bigger and bigger. Use your chest, nimm deinen Brustkorb mit, kommt eine kleine Rotation dazu. Und dann geht auch wieder die Schulter vor, geht dein Fuß nach vorne und nach hinten. Der andere bleibt am Platz, du läufst praktisch so ein bisschen rechts, links, aber ein Fuß wandert vor und zurück. Mit dem Mambo Step, with the big shoulder movement. And keep your shoulder down, work on the in and out rotation. Arbeite an der Innen- und Außenrotation, ohne deine Schulter zu heben. Ich sag ja mal wie so eine Ballerina, ne? Weil wir so ein bisschen anmutig bleiben. Man bewegt den Arm, aber der restliche Körper bleibt stabil. It's like a ballerina, like a dancer. You want to look good, remain your shoulder down and you lift the chest. Noch viermal, ein Mambo-Schritt. Drei, noch zwei. Dann darf deine Schulter wieder alleine, hold your feet. Move your shoulder, now you move to the front and to the back. Mal so eine Acht um dich herum. Knack. Manchmal fluppen so ein paar Sehnen. Guck mal, dass du da in dem Bereich bleibst, wo es angenehm geht. Und noch zweimal. Rein, raus, rein, raus. Und dann auch diesen Arm einmal kräftig ausschütteln. Dann locker lassen und nachspüren. Gut, dann öffne deine Füße, verlagere dich nach rechts und links
more from one side to the other side. Und bringe deine Arme nach rechts und links locker. Auch wieder, wenn du die Arme über die Seite anhebst, lass die Schulter unten. Lift your arm and drop your shoulder when you lift your arm. Versuch das zu koordinieren mit der Bewegung zum Warmwerden. Und dazu hebst du jetzt die Fersen im Wechsel, nicht beide Fersen. Lift your heel, wollen wir unser Kniegelenk mitbewegen. Genau. Locker hin und her schwingen. Das Schwingen machst du weiter und das Fersenheben verdoppelst du. Lift your heels twice. Swing your arm from the right to the left side. Genau. Kleine Koordination. Genau, noch zweimal. Und dann schwingst du die Arme einfach doppelt so lang, wie deine Fersen gehen. Halten, halten. Hold your arms. Concentrate on your knee. Hold your arms. Hold your arms. Und dann machst du diese Armbewegung weiter, hebst aber deine Fersen wieder einfach. Also die Arme halten und die Fersen einfach heben. Hold your arms. Lift your heels, single. And hold. Ich gucke auch, was ich da so mache. Ich sehe mich ja. Bisher klappt es noch. Zweimal Arme zur Seite halten für beide Fersen. Und die letzten zwei Versuche. Und der letzte Versuch. Prima. Und wieder lösen. Körper locker drehen. Ganz locker. Relax. Move from side to side. Und komm dann mit deinem Körper in die Mitte. Mach eine entspannte Pfeil- und Bogenbewegung. Reach to the front and the other arm. Bring the elbow back. Zieh deinen Ellbogen nach hinten. So eine entspannte Pfeil- und Bogenbewegung. Genau, die ziehen wir nach oben. To the ceiling. Schulter bleibt unten. Vielleicht gelingt es dir schon ein bisschen. Und dann ziehen wir auch mal nach unten. Bleib in der Bewegung. Dann gehen wir zu den Seiten. Ein paar Mal to the side. Jawohl. Und richten uns wieder in der Mitte aus. Du wirst wieder ganz locker und hebst abwechselnd deine Knie. Wir wollen jetzt mit der Hand aufs Knie kommen. Tada, tada, tada. Genau, Knie berühren. Und die freie Hand geht auf die andere Schulter. The other hand goes to the opposite shoulder. Gucken, ob das klappt. Ich würde ja mal gerne versuchen mit euch, dass ihr die Knie doppelt hebt, aber die Arme weiter wechselt. I'd like to lift the knee twice and change the arm. Mal probieren. Zweimal und die Arme wechseln. Ich darf mir jetzt nicht zugucken, was ich da mache, dann werde ich auch ganz seltsam. Am besten gucke ich mal irgendwo in die Wand. Ich stelle mir gerade vor, was ihr so macht. I just imagine what you are doing. Maybe you mix it all. No problem. As long as you continue moving. Noch vier Versuche, drei Versuche, zwei Versuche und der letzte. Und darfst dich wieder locker verlagern und locker drehen. Rotate from one side to the other. Relax. Und dann schüttel alles aus. Arme und Beine. Beginne auf der Stelle zu gehen. March. Und hebe deine Fersen, strecke deine Füße. Gut abrollen. Von vorne nach hinten die Knie schieben, einfach nach vorne. Und dann kannst du wieder locker ins Federn hineinkommen. Ganz locker, 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 Schultern locker, Arme locker, aber aufrecht. So, you lift your chest, but you are very relaxed. Und vielleicht hebst du deine Knie noch ein bisschen mehr. Vielleicht wieder an die Nachbarn unter euch. Leise abrollen. Bin gespannt, wie sich das nachher auf dem Video anhört. Hier ist es eigentlich recht leise, was ich mache, aber das Audio ist sehr, sehr sensibel hier bei der Kamera.
Und dann werde wieder kleiner in der Bewegung. Und laufe wieder am Platz. Und dann komm einmal auf beide Zehenspitzen und Fersen im Wechsel. Lift your heels and toes. Genau. Noch einmal auf die Zehenspitzen kommen. Bleibe dort. Come on your toes. Remain there. Grab your fingers. Pull. Zieht an den Fingern. Also man hakt die so ein. Arme über Kopf. Versuche diese Balance zu halten. Und beginne wieder deinen Schultergürtel gut durchzubewegen, indem du knack deine Ellbogen tief ziehst. Genau, versuch nochmal oben zu bleiben. Wandere über den Kopf. Wandere nach vorne. Zieh den Ellbogen nach hinten. Wandere nach unten. Zieh den Ellbogen hoch, lass die Schulter tief. Auch noch mal ein bisschen nach hinten. Bleib noch mal auf den Zehenspitzen. Und immer wenn es gut klappt, wisst ihr, macht die Augen einfach zu. Close your eyes, if you are balanced. Und dann öffne deine Augen wieder und locker lassen. Arme und Beine gut ausschütteln. Und dann die Füße bereitstellen. Wir gehen heute noch mal in eine breite Position. Zunächst Hände aufstützen, Rücken durchmobilisieren. Rücken runden, round your back, extend your back. Bringst einmal dein Schambein wirklich nach hinten, dein Steißbein hinten hoch und ziehst dein Schambein hier rein Richtung Bauchnabel. Große Beckenbewegung machen. Wir wollen den Lendenbereich so ein bisschen dehnen. Noch zweimal. Und lass deine Knie geöffnet, bleibe in der Squat-Position. Die Knie gehen wieder maximal Richtung zweite Zehe, maximal bis zur Mitte vom Fuß. Also so tief kannst du dich runtersetzen, sowieso je nach Kraft und Beweglichkeit. Hände lösen, relax your arms. Und dann komm 3, 2, 1 nach oben, 1 tief, 3, 2, 1 nach oben, 1 tief, 3, 2, 1. Eins nach oben, eins tief. Genau. You come up, 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 down, up, up, down. Don't extend your knees, deine Beine nicht strecken. Wir wollen ein bisschen Dauerspannung in den Muskeln behalten. Achte, dass deine Knie stabil bleiben, nicht nach innen gehen. Noch viermal. Down, 3, 2, 1. Down, zweimal. Und letztes Mal runter und hochkommen. Beine einmal ausschütteln, gut lockern, shake your legs. Gut, dann stellen wir uns nochmal in die Grätsche. Kannst auch gerne eine längere Pause machen, ganz wichtig. Gehen ein bisschen tief im Becken. Bringen jetzt unsere Arme nach oben, Schultern bleiben tief und gehen zur Seite, 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 Mitte. Zur Seite, 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 Mitte. Bounce, 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 center. Bounce, 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 center. Tiefer, 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 hoch. Tiefer, 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 hoch. Beugt die Beine. Up, down, 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 up. Tiefer sitzen, tiefer sitzen, tiefer sitzen, hoch. Tiefer, 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 hoch. Noch viermal. 2, 1, hoch. Dreimal. 1, hoch. Zweimal. Hoch. Und letztes Mal. Hoch und entspanne wieder. Gut lockern, Beine ausschütteln, kreuzen. Gerne den Oberkörper nochmal gegendrehen. Der Fuß tippt vorne auf, dein Oberkörper dreht sich und du lockerst deine Rumpfmuskeln. Also ein bisschen Vorbereitung für deinen Rumpf. Und dann entspannt. Gut. Dann kommst du ans Ende deiner Matte. Ich guck gerade mal, könnte passen. Du streckst dich nach oben.
lässt dich einmal nach vorne sinken. Erstmal hier bleiben, kurz mal dehnen. Lean forward, relax. Dann läufst du mit deinen Händen nach vorne an den Anfang der Matte. Kommst in die Planking-Position. Hold the Planking-Position. Dann kommst du wieder zurück. Streckst dich nach oben. Du machst einen kleinen Sprung. Kommst wieder runter. Läufst nach vorne. In die Brettposition. Läufst wieder zurück. Kommst nach oben. Und machst einen kleinen Sprung. Läufst wieder nach vorne. Brettposition nicht durchhängen. Wieder zurück. Und einen Sprung. Die Armnachbarn. Brettposition. Zurück. Und Sprung. Noch dreimal. Danach müsstest du warm sein. Jump. Du kannst den Sprung natürlich weglassen, aber es ist schon schön für dein Ziel. Und jump. Letztes Mal. Und jump. Und dann komm noch einmal runter. Komm auf deine Knie. Setz dich zurück, Oberkörper aufrecht, entspanne deine Handgelenke. So, jetzt hoffe ich, dass du warm bist. Ich hoffe, dass es mit dem Planking schon ganz gut klappt. Wenn deine Handgelenke wieder einsatzbereit sind, dann gehen wir heute in die nächste Liegestützrunde. Du kannst die einfache Variante machen oder gibt ja im Liegestütz sehr viele Varianten. Ich greife wieder ein bisschen breiter heute. Nehme mein Becken tief. Das wäre so eine mittlere Variante. Einfacher ist es, je mehr das Becken hinten ist und je mehr ich mit der Nase hier runterkomme. Ist dann aber auch nicht wirklich ein Liegestütz. Also übe lieber so und mach weniger. Und wenn du möchtest, kannst du, wenn du fit bist, natürlich immer den großen Liegestütz machen. Das empfehle ich allen Männern. Die können das. Oder du streckst ein Bein nach hinten aus und machst dann heute wieder 8 Liegestütz. Oder wir machen noch 5 mit einem Bein und 5 mit dem zweiten Bein. Und dann wechselst du nach 5 oder 8 oder 10. Ich finde, es geht fast leichter, als wenn ich beide Knie am Boden habe, aber auch nur fast. Und wenn du durch bist mit deinen 10 oder 20 oder 30 Liegestützen, if you did more than 5 push-ups each side, that's fine, then relax your hands again. Gut. Dann kommen wir in die Bauchlage. Wir arbeiten wieder in die Rückenkraft. Einmal das Ganze ablegen, kurz ankommen. Die Stirn kurz mal auflegen. Relax. Lying on your stomach. Und dann heben wir, strecken wir Arme und Beine aus wie ein großes V. Du ziehst auch hier wieder deine Schultern zurück. Hebst dich nach oben. Ich empfehle immer gerne, die kleinen Fingerkante erstmal ein bisschen runterzudrücken und dann aber wieder die Spannung aus dem Arm rauszunehmen. Brustkorb hebt sich. So, und dann bleibst du oben im Oberkörper und hebst Arme und Beine 10-mal. Lift both arms and both legs 10 times. Ich glaube, noch 3 Mal. Und wenn du das hast, entspanne dich wieder. Ganz locker liegen, Schultern bewegen, gerne die Beine ein bisschen bewegen. You can move your shoulders or your legs to relax.
Dann komm noch einmal in die Position. Füße wieder auseinander. Du hast wieder deinen Brustkorb aktiv gehoben mit deinen Rückenmuskeln. Die Arme sind wie ein großes V. Du hebst jetzt fünfmal die Arme. 2, 3, 4, 5. Und dann fünfmal die Beine. 2, 3, 4, 5. Halte die Beine oben, hebe die Arme und mach jetzt nochmal ein paar große Armkreise wie so eine Schwimmbewegung und nah am Körper nach vorne und weit geöffnet nach hinten. Make a big circle with your arms, your legs are in the air. Für die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, halte durch, noch einer und entspann dich wieder. Kannst du die Schultern bewegen, ganz gut lockern, du kannst die Beine bewegen. Irgendwas machen, was dir gut tut. Und ruhig durchatmen. Dann komm nach oben. Stütz dich einmal auf. Dreh dich seitlich auf deine Matte. Stütze die untere Hand auf. Streck die Beine aus. Und entweder legst du die Füße aufeinander oder voreinander. Voreinander ist ein bisschen bequemer. Du kannst auch das untere Knie am Boden lassen. Stütz dich, wenn es geht, auf die Hand. Achte darauf, dass deine Schulter hier herausgezogen ist. Heb dein Becken. Und dann wähle, ob du die Füße voreinander hast oder aufeinander. Und du hebst dein Becken 8 mal. 7 oder das Knie aufsetzen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Noch ein Gefängter für mich. Und löse. Setze dich auf. Oriensitz. Wenn du immer mitmachst, solltest du den schon kennen. Und locker deine Schulter, ganz locker. Dann wechseln wir zur anderen Seite. Kannst einfach die Füße herüberschieben. Kannst dich auf den anderen Arm stützen. Beine ausstrecken. Gerne voreinander hier aus der Schulter rausdrücken. Oder du gehst auf den Ellbogen, stützt dich nach oben. Und hebst wieder den Becken 8 mal. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und der letzte und noch einen Gefängten hatten wir, gell? Genau, setz dich wieder herunter, hinter deinen Fuß, bring den anderen Fuß ans Gesäß und locker wieder deine Schulter, die gerade gestützt hat. Genau, groß durchbewegen. Sehr gut, dann bleibe in diesem Orientsitz. Also ein Fuß ist hier vorne am Becken, der andere hinten am Gesäß oder du streckst dein Bein aus. Bring deine Hände auf deine Schultern. Hebe deine Ellbogen und deinen Brustkorb ein paar Mal. Runde dich. Mach den Rücken rund und strecke den Rücken. So you round your back and you extend, you lift your chest and your elbows. Make sure your neck is fine with this movement. Also macht die Kopfbewegung nicht zu weit nach hinten. Eher das Heben vom Brustkorb größer machen. Noch einmal. Bleibe in der Mitte. Beginne deinen Oberkörper klein zu drehen, hin und her, hin und her, hin und her. Rotate from one side to the other. Small, quick movement. Merk dir mal, wie rum du gerade deine Hände auf die Schultern gelegt hast. Aha. Und komm zur Mitte. Löse. Bring die Beine nach vorne.
und entspanne dich. Kurz mal aufsetzen, Schultern entspannt, Beine alles locker lassen. Genau, wechsel zur anderen Seite. Füße kommen einfach hier rüber, versuche wieder im Orientsitz zu sitzen oder ich strecke das Bein aus. Bringst die Hände jetzt andersrum auf deine Schultern, also wahrscheinlich hast du eine gewohnte Seite und jetzt machst du die ungewohnte. Change your arms and then lift your chest, hebe deinen Brustkorb und runde deinen Rücken. Heben und senken. Wir wollen so ein bisschen die Brustwirbelsäule mobilisieren. Ein ganz sanftes Ziehen an den ganz kleinen Strukturen zwischen den einzelnen Wirbeln. Die haben ja unendlich unfassbar viele Muskeln im Körper. Remain center and begin to circle. Rotate from side to side, not circle. Rotate the left and right. Bleib gerade sitzen, aufrecht. Da, 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 da. Ganzen Struktur so ein bisschen lockern. Jawohl. Und dann löse wieder. Entspanne. Bring die Füße nach vorne. Bring the feet to the front. Stell die Füße auf. Entferne die Hundehaare von deiner Hose. Make yourself look nice. So, jetzt haben wir wieder diese Situation, dass wir uns zurücklehnen wollen, weil wir wollen Bauchbereich aktivieren. Und je weiter du dich zurücklehnst, desto mehr musst du mit dem Bauch halten, desto mehr besteht auch die Gefahr, dass der Bauch gar nicht so gut hält und du eher im Rücken versuchst zu halten. Das merkt man daran, dass man das Gefühl hat, es knallt einem nur im Rücken rein. Dann lieber ein bisschen gerader bleiben. Handflächen zusammen. Und jetzt drehst du dich nach rechts und links, die Hände kommen Richtung Boden und mach das mal wieder in so einem Dreierrhythmus. 3, 2, 1, Mitte, drehen, 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 Mitte, circle, 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 center, to the side, 3, 2, 1, center, bounce, 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 center. Genau, zum ganz kleinen Nachziehen. So, vielleicht noch ein bisschen weiter kommen. Die Hände wollen ja zur Seite und Richtung Boden. Your hands go to the side and near to the floor. Die letzten 8 und 7. Dadurch, dass wir immer wechseln, kann man es ein bisschen länger machen. Wenn du nur eine Seite machst, geht das nicht so lange. Und noch 2. Und der letzte. Und dann darfst du wieder entspannen. Hände aufstützen. Mal den Brustkorb ein bisschen heben. Strecke deine Vorderseite. Ruhiger Atem. Stretch your front side, your chest lifted. Dann leg dich auf eine Seite. Und dann darfst du Armkreisen machen. Lie on one side. Bend your knees, bring your lower arm to the front and do the big arm circles. Erstmal wieder so in dieser Position. Ganz entspannte Knie, Kopf soll mitrollen, gerne immer ein kleines Kissen unterlegen und die untere Schulter, die bewegt sich auch mit. Ja, du rollst mal so ein bisschen drauf, das ist eine schöne Massage. Und rollst auch wieder zurück. So, your head rolls, your lower shoulder moves forward and back. Genau, wenn du das jetzt weitermachst, dann bleibe mal geöffnet liegen. Remain in the open arm position. And extend deine Knie, bleiben zusammen. Strecke dein oberes Bein einfach aus. Knie bleiben zusammen. Das heißt, dein Fuß, dein Bein liegt jetzt parallel zur oberen Hand. Extend your upper leg, knees remain together. Hold the stretch. Versuche locker zu lassen, gerade in der hinteren Schulter. Try to relax your shoulders.
Und dann kannst du das untere Bein auch ausstrecken. Dann liegst du mit beiden Beinen in so einem rechten Winkel. Now you can also extend your lower leg. Your heels and toes are above each other. Also deine Fersen und Zehen sind genau übereinander. Auch wieder ruhig atmen, auch wenn es vielleicht nicht mehr so komfortabel ist. Und bleibe in der Position und jetzt beginne wieder mit dem Armkreisen. Now you again circle with your arm. Feel the difference. And remain with the heels and toes together. Deine Fersen und Zehen bleiben zusammen, also im Becken nicht mitrutschen. Versuch wirklich dich hier rauszuziehen, diese Strukturen der Seite, der Schulter zu dehnen. Noch zweimal, two more times. Rotate. Come back, last time. Und dann kommt die gute Nachricht, du darfst dich über die Seite auf Drücken rollen. Roll on your back. Streck die Beine aus und vergleiche deine beiden Körperseiten. Extend your legs and now you compare both sides of your body. Wahrscheinlich ist eine Seite jetzt deutlich mehr am Boden, die andere ein bisschen höher irgendwie vom Gefühl. Von hier aus kannst du dich jetzt auf die andere Seite drehen, also einfach Füße aufstellen, dich herüber drehen und dann wieder mit dem Armkreisen beginnen. You can lie on the other side and start with the arm circle. Ganz locker. Erstmal das Genüssliche. Kopf rollt mit. Wirklich wichtig, dass du dieses schwere Gewicht von deinem Kopf an den Boden abgibst. Der Kopf wiegt ja 5 bis 7 Kilo. Also ist besser, wenn der am Boden ist, als wenn du versuchst, den mit den kleinen Halsmuskeln zu halten. Da wirken ja enorme Kräfte, wenn man den Kopf so ein bisschen anhebt, also in so einem kleinen Winkel, dann hat man, was weiß ich, vielleicht 30 Kilo zu heben. Und das ist nichts für die Halsmuskeln. So, remain your head on the floor, because it gets quite heavy when you lift it in this position. Und dann lass die Arme wieder ausgebreitet. Open your arms, extend your upper leg, you keep your knees together. Und oh, mein hinterer Arm ist hier ganz in der Luft. Bei manchen liegen beide Schultern am Boden, also es wird bei jedem von euch ein bisschen anders sein. Und auch die Seiten sind unterschiedlich. Remain in that position. Und dann auch das untere Bein ausstrecken, dann sind beide Füße vor deiner Hüfte. Extend the lower leg, outer position. Und bringt wirklich die Fersen und Zehen genau aufeinander. Und beginn dann wieder mit dem Armkreisen. Now you start to circle the arm in this position. And your feet remain on top of each other. Heels together, toes together. Und vielleicht merkst du dann hier, das geht nicht mehr so weit. Genau, wenn du jetzt mit dem ausgestreckten Arm zu anstrengend ist für deine Schulter, dann mach einfach diese schulterkreisenden Bewegungen auch mal auch nach hinten. Ja? If you have a problem in your shoulder with a big arm circle, then you just relax and make a smaller circle, but go forward and backward. Es ist wichtig, diese Vor- und Rückbewegung mit reinzunehmen. Und noch ein letzter Armkreis, one more time. Circle your arm. Löse. Leg dich zurück auf den Rücken. Come back on your back, lie on your back, extend your legs.
Streckt deine Beine aus und spürt bitte wieder nach. Immer mal dem Körper eine kleine Pause gönnen. Nacken, alles entspannt legen. Dann stellen wir die Füße auf den Boden. Wir gehen wieder mal an unseren Bauchmuskel und sorgen dafür, dass wir den Kopf gut tragen. Bring your feet on the ground, your hands underneath your hip, elbows wide, elbow weit auseinander. Hebe Schultergürtel und Kopf, trage deinen Kopf gut in deinen Händen. Heb deine Füße ein kleines bisschen an, spüre die Bauchspannung und bring die Knie dann näher zum Rumpf und die Füße so ein bisschen weiter weg. Bring your feet a little bit further away and your knees to your chest. Vielleicht kannst du auch noch weiter aufrollen, je nach Beweglichkeit in deiner Lendenwirbelsäule, die bewegt sich ja im Moment mit. Die geht so ein bisschen vom Boden weg, wenn die Füße hier hingehen. You have a little hollow spine and now you bring the spine on the floor. Wenn deine Knie Richtung Rumpf gehen, kommt dein Lendenbereich sicher auf den Boden. Und hier soll es immer so ein bisschen ziehen. Du hältst dagegen die letzten 8, 7. Manche Leute können dann wirklich bis hochrollen. Kopf ist in der Luft, aber gehalten. Your head and shoulders are in the air. Noch 4, 3. Kann die Beine auch ganz ausstrecken. Ich weiß, einige von euch mögen das. So ganz ausgestreckten Beine. Und wenn du das hast, locker ablegen. Kopf und Arme entspannen. Knie abwechselnd nach rechts und links Richtung Boden. Bring your knees from one side to the other. Relax your abdominals. Ja, wenn man so dreht, dann entspannt sich kann sich der Bauch entspannen und auch der Rücken. Das ist eh eine schöne Bewegung. Ich hoffe, ihr macht die ab und zu mal, wenn ihr auf der Couch liegt. Wahrscheinlich habt ihr auch so eine große Couch wie ich. Das ist wie so ein Daybed. Da hat man immer Platz, auch mal so kleine, wohltuende Übungen zu machen. Bring dann die Füße zur Mitte zurück. Stell sie nah ans Becken, leg die Arme jetzt neben deinen Körper und du sollst heute auch wieder, wie die letzten Wochen mal, mit den Armen nicht mitarbeiten. Wir machen gleich nochmal was für die Schultern, jetzt haben die Arme frei. Your arms are relaxed, you want to work on the buttocks and legs and lower back. Und Füße nah ans Becken, Becken heben. Und senken mit Kraft deiner Beine und Gesäß anspannen. Dann nach oben kommen noch 2-mal. 2 more times. Erstmal die Hüftstreckung. Dann bleibe oben. Jetzt brauchst du ein ganz kleines bisschen natürlich den Ausgleich mit den Armen. Du streckst das linke Bein aus und kommst jetzt mit dem Becken hoch und tief. Und die Knie bleiben zusammen oder nebeneinander. You extend your left leg, you lift your right hip and your knees remain beside. Dann kommst du noch einmal nach oben, bleib oben, beweg dein linkes Bein ein bisschen nach links und wieder zurück. Ein bisschen nach links. Da musst du natürlich mit dem linken Arm ein bisschen gegensteuern, sonst fällst du um. Dann kommt deine Hüfte einmal hoch und runter, wieder hoch. Und dein linkes Bein geht nach links und zurück. You lift your pelvis, bring it down, bring it up. Move your left leg to the left side and back. Noch 3-mal hoch und tief und hoch. Und einmal zur Seite. Noch einmal hoch, tief, hoch. Und einmal zur Seite. Und jetzt haben wir das letzte Mal. Hoch, tief und hoch. Und einmal zur Seite. Dann stell den Fuß auf and slowly roll down. Bring your knees towards your chest and round your back. Könnt ihr den Rücken entspannen, ein bisschen hin und her pullern. Ihr könnt natürlich auch die ganze Zeit so eine Pause machen.
Aber nicht, dass ihr mir einfach nur zuguckt, gell? Zugucken ist langweilig, mitmachen ist gut. Dann machen wir die zweite Seite. We change to the other side. Bring your feet on the ground, near to your pelvis. Lift. Extend your right leg. And then lift and lower your hip. Komm hoch und runter. Knie auf einer Höhe lassen. Und wenn es zu doll ist, wisst ihr ja, kann man immer die Zehenspitze aufstellen und trotzdem nur mit links üben. Ja, und du kannst es dir immer ein bisschen leichter machen, weil manchmal hat man eine Zeit lang nichts gemacht. Und dann ist das schon gewaltig. Halte oben, bewege nach rechts und zur Mitte. Move your leg to the right, to the front, noch zweimal. Du merkst, dein rechter Arm ist ein bisschen ausgleichen. Und dann kommst du einmal hoch, einmal tief, einmal hoch, das Bein zur Seite. Einmal hoch, tief, hoch, Bein zur Seite. Noch dreimal lift, go down, go up, move your leg to the side and back. Lift, go down, go up, leg to the side, last time hoch, tief, hoch und einmal zur Seite. Stell den Fuß runter, roll dich wieder auf den Rücken, bring die Knie ran. Und wieder entspannt rollen. Vielleicht hast du auch gemerkt, dass eine Seite ein bisschen stärker ist, das besser kann, besser halten kann. Das ist, weil wir im Alltag oft auf einem Bein stehen und Dinge vom Boden aufheben, wo wir mehr mit einem Bein die Kraft rausholen. Also da im Alltag ruhig mal aufpassen, was machst du so? Welche Lieblingshaltung hast du, die vielleicht mal wechseln? Maybe you found one side stronger than the other side. Then you can watch yourself, what you do daily. Maybe you have one side you prefer. Then you can change this. Aha, awareness. Locker auch deine Beine. Einmal gut ausschütteln. Und stell dann die Füße wieder auf. Dann nehmen wir die Hände wieder unter den Kopf. Geht nochmal in eine letzte Bauchübung vor unserer kleinen Dehnung. Hebe deinen Kopf und Schultergürtel. Bringe deine Beine in einen 90-Grad-Winkel. So, und dann ziehe hier außen an den Beinen vorbei. Du kannst den Arm nach vorne nehmen. Die Hauptbewegung ist allerdings in deinem Bauch. Der Armeinsatz hilft, der macht es immer noch ein bisschen leichter, aber eigentlich reicht es, wenn ich mich so hin und her drehe. So your arm can help you a little bit for the direction, but you concentrate on your abdominals. Genau, und wenn du das jetzt weitermachst, gib immer das andere Bein zum Boden. You point your toes on the floor. Und die letzten 8, 7. Je weiter das Bein nach vorne tippt, desto schwerer ist es zu halten. The further you point your toe, the more difficult for your abdominals. 4, 3, Kopf gut halten, 2 und die letzten 2. And relax. Extend your body, strecke deinen Körper, mach dich ganz, ganz lang. Auch mal so rausregeln, stretch. Lass die Arme jetzt neben deinen Körper kommen, stell die Füße auf. Lass den Rücken jetzt ganz entspannt liegen. Bewege deine rechte Schulter nach oben Richtung Decke und nach unten gegen den Boden. Move your right shoulder up towards the ceiling and down to the ground. Make a quite a big movement. Versuch eine relativ große Bewegung zu machen, ohne dass es dir irgendwas wehtut. Und versuche die Schulter vom Ohr wegzulassen. Noch zweimal. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so knackt wie bei mir.
Und das ist ein kleines Gasbläschen, manchmal sind es auch so Sehnen, die so rumfluppen. Lass die Schulter entspannen und dann bewege deinen gestreckten Arm Richtung Becken, also deine Achsel Richtung Becken und wieder entspannen. Now you move your arm, your shoulder towards your pelvis and relax. Also wollen nur die Bewegung weg vom Ohr. Noch einmal. Und dann beginne deine Schulter einmal nach oben zu heben, nach unten Richtung Becken und dann nach hinten gegen den Boden. Nach oben, runter Richtung Becken und gegen den Boden. Also nicht Richtung Ohr. Wir bewegen mal in die komplett andere Richtung. Now you move your shoulder towards the ceiling, towards your pelvis and to the floor, but not in direction to your ear. We make like a U-circle, so ein Halbkreis. Kannst die Richtung mal wechseln. Anderes U und dann gehst du einfach gerade Richtung Boden. Genau. Kannst die Bewegung auch sehr klein machen. Die soll wirklich alles mal wegziehen vom Ohr. Und dann lass deinen Arm locker, lass deine Schulter locker, relax your shoulder and your arm and compare both shoulders, vergleiche deine beiden Schultern. Dann nehmen wir die andere Schulter nach oben und nach unten gegen den Boden, richtig raus bewegen und runter. Wenn die Bewegung groß wehtut, mach sie einfach ein bisschen kleiner oder auch vielleicht nur mental. Wenn du Schulterprobleme hast, dann stell dir die Bewegung vor. You move towards the ceiling and to the ground. And if you have any problems in your shoulders, then just imagine the movement. Dann bleib wieder locker und bewege Richtung Becken und entspanne wieder. Move towards the pelvis and relax. Einfach Richtung Becken und lösen. Spür auch mal so hinten das Schulterblatt, was macht es eigentlich? Bewegt sich da was mit? Gleitet das so ein bisschen über deinen Brustkorb? Ein bisschen schwer, wenn man drauf liegt, aber du solltest so leichte Bewegungen da hinten auch spüren. Dann machst du wieder den Kreis, das heißt nach unten, nach oben, nach unten, so ein U malen und nicht Richtung Ohr. Now you make that half circle or that small circle, but don't lift towards your ear. Entspanne deinen Kiefer, entspanne die Stirn und mach noch zwei Kreise und dann in die andere Richtung, change direction. Mit der linken, bei mir ist jetzt die linke Schulter, kriege ich das gar nicht so gut hin. Dann entspanne wieder und locker und spüre nach. Dann lege dich auf eine Seite, roll on one side. Bring deinen Arm, deinen Unterarm unter deinen Kopf, dass du hier wieder entspannt liegst. Die Beine sind gebeugt. Du fasst deinen oberen Fuß und ziehst dich in die Dehnung. Dein Knie geht nach hinten, deine Hüfte geht nach vorne. Bauch, alles locker lassen. You stretch your thigh and hip. Relax your abdominals. Immer noch ein bisschen weiter nach hinten, noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen weiter. Dass du das Gefühl hast, ja, die Muskeln geben nach und gleichzeitig wird es ein bisschen länger, ohne dich zu stressen. Wenn es zu stark ist, dann entsteht nur Spannung, keine Dehnung. Das ist so ein Herantasten. Das Bein einmal lösen. Und das gebeugte Bein nach vorne ablegen. Relax. Bring your bent knee in front of you and grab the lower foot.
Greife deinen unteren Fuß und versuche auch dieses Knie nach hinten zu bringen. Dann liegst du so halb auf der Seite und versuchst das Knie noch rauszuschieben, die Hüfte zu strecken. Stretch the lower leg. Bring the knee a little bit to the back. Extend the hip. And stretch more, tiny little bit more. Immer noch ein kleines bisschen mehr, ohne zu verkrampfen. Löse, relax. Extend your foot, come onto your back, komm auf deinen Rücken. Strecke ein Bein zur Decke aus und zieh dein gestrecktes Bein zum Körper heran. So, und hier gilt wieder, you can also use a towel, du kannst auch ein Handtuch nehmen, einfach um den Fuß legen. Oder du kannst dir eine Hose fassen oder am Knöchel oder an den Zehen, je nachdem, wo du drankommst. Du solltest hier im Kopf- und Schultergürtel einigermaßen entspannt sein. Versuche das Knie zu strecken, vielleicht ist das Bein ja hier. Ja, das einmal hier hinten ganz aufdehnen, dann kann das andere Bein am Boden rausgleiten. Sich einmal strecken, halte das Knie gestreckt, kann sein, hier vorne arbeitet, es zittert ein bisschen, das ist nicht schlimm. Das ist immer so eine intramuskuläre Koordination, wenn die Muskelfasern sich so abwechseln, dann kommt es manchmal, dass es so wackelt. Das ist nicht schlimm. Bring den Fuß wieder auf den Boden, vielleicht kannst du jetzt noch mal intensiver in die Dehnung reingehen. Löse, beuge und leg den Fuß auf den Boden. Dann greif dir das andere Bein, zieh erstmal mit aufgestelltem Fuß das Bein heran. Gerne wieder irgendwo greifen, wo du gut drankommst. Kniebereich vielleicht auslassen. Aber ist auch nicht schlimm, wenn man da fasst, da macht man kein Gelenk kaputt. Kurz halten, versucht das Knie ganz zu strecken und streckt das andere Bein am Boden aus. Kann auch in die Hose fassen oder Fuß. Schnürsenkel sind auch ganz gut. Extend the other leg, hold the stretch. Dann bring den Fuß wieder heran. Spür nochmal, ob du vielleicht jetzt ein bisschen näher kommen kannst. Ein Zentimeter wäre schon super. Und dann wieder lösen, das Bein beugen. Bend the knee, relax. Leg dich dann bitte auf die andere Seite. Leg wieder deinen Kopf auf den unteren Arm. Entspannter Nacken, fasse den oberen Fuß. Dehne wieder den Oberschenkel- und Hüftbereich. So, you stretch the upper leg, thigh and hip. Hier kommt schon wieder Abendsonne rein. Immer wenn ich Videos mache, vor allen Dingen immer gegen Ende, das ist sehr praktisch. Löse dann langsam, relax and bring the leg in front of you, lehne einfach das Bein gebeugt nach vorne ab, greif dir den unteren Fuß da hinten, Fußgelenk oder Fußspann, bring das Knie noch ein bisschen nach hinten und versuche auch hier nochmal den Oberschenkel in die Dehnung zu bringen, Hüfte zu strecken. Immer. Dann kannst du das Ganze wieder auflösen. Leg dich mal zurück auf den Rücken. So, you relax, come back on your back. Come back on your back. So, Beine mal ausstrecken. Hüftbereich nachspüren. Vergleiche mal deine beiden Hüftseiten. Vielleicht hast du das Gefühl, hier ist ein bisschen länger entstanden. Feel your hip.
Dann stell die beiden Füße auf. Und jetzt legst du deinen rechten Fuß unter deine linke Kniekehle, legst dein rechtes Knie auf den Boden und greifst nochmal mit der linken Hand jetzt diesmal den rechten Fuß. Now you grab the right foot with the left hand. Bring the right foot underneath the left leg. Bring the right knee on the floor. Extend your hip. Schieb das Knie ein bisschen weg, streck dich in der Hüfte und bleibe in den Schultern ganz gerade mittig liegen. Kopf und Nacken alles entspannt. Both shoulders remain on the floor. Feel the stretch. Und zieh immer noch ein bisschen mit dem Knie weg vom Körper. Your knee pushes away from the body. Push or pulls. Pull. Both shoulders on the floor. Löse. Und wechselt die Seite weg. Stell erstmal den Fuß kurz hin. Komm kurz an in der Mitte. Dann gehen wir nochmal die andere Diagonale. Legen den Fuß hier unter dem Bein ab, Knie nach außen, greifen uns den Fuß, wenn wir drankommen und versuchen das Knie noch ein bisschen rüber zu ziehen und rauszuschieben, weg in Verlängerung deines Körpers. Beide Schultern am Boden, Kopf entspannt. So you grab the left foot with the right hand, bring your knee a little bit more to the right side and you stretch, bring your knee away from your body, both shoulders on the floor, face relaxed. Dann wieder gemütlich auflösen. Den Fuß aufstellen, kurz ankommen, Körper entspannt legen und dann darfst du dich strecken und deinen ganzen Körper entspannt liegen lassen oder natürlich die Füße aufstellen. Mach dich bereit für eine kleine Endentspannung. Heute entspannen wir unsere Augen. So, you can lie on your back for the relaxation part. Today we will relax our eyes. Und zwar bitte ich dich jetzt mal, deine Augen offen zu lassen. Keep your eyes open. Oh, hier scheint voll die Sonne an. Schön. And you stare at the ceiling. Das heißt, du starrst jetzt mal an die Decke und such dir irgendeine kleine Stelle aus, so einen kleinen Punkt oder sowas, ohne mit den Augen zu wandern. Du willst einfach dahin starren. So, you stare at the ceiling. At one point, don't move your eyes, just stare at the ceiling. Und jetzt stell den Blick aber weich. Also du starrst einfach da hoch, als ob du in Trance wärst. Du siehst was, aber du siehst nicht wirklich was. Es ist nicht scharf, aber du starrst trotzdem auf den einen Bereich und versuchst mal nicht zu blinzeln. And now you stare at that one point without closing your eyes. Try to keep them open as long as possible. But you don't really see what you see. You look as if you were hypnotized with a very soft look. You don't see sharp. You can't really see something, but you just stare as if you were hypnotized. Als wärst du hypnotisiert, als würdest du so tagträumen. Ihr kennt es, wenn Leute so verträumt vor sich hingucken. Dann weiß man, die kann man auch gerade nicht ansprechen. Try to remain your eyes open and have a very soft view. Ganz sanft gucken und gar nichts sehen wollen.
wie in Trance. Dann schließe mal kurz deine Augen, close your eyes, öffne sie wieder, starre an die Stelle, open again, close your eyes, schließe wieder, open again, nochmal öffnen, starren und ein letztes Mal schließen. Now you close again and you remain closed. Lass die Augen geschlossen. Spüre nach, wie ist das, wenn die Augen sich jetzt entspannen dürfen. Feel the relaxation of your eyes. Spüre, wie die Entspannung sich ausbreiten kann über dein ganzes Gesicht. Gerade so, als wollten alle Muskeln loslassen. Manche schneller, manche langsamer. So, you feel the relaxation of your face muscles. Some of them relax very quick, some of them slow. Spannung breitet sich weiter aus, die Entspannung über deinen Hals, Schulterbereich. Gerade so, als könnte alles noch ein bisschen zum Boden sinken. The relaxation continues over your neck and shoulders, as if everything could just drop to the floor. Dann geht es weiter über den Rumpf, Becken, Beine bis in die Füße, über die Arme, Hände bis in die Finger. Continues over the chest, abdominals, pelvis, to the legs and feet, and over the arms, hands and fingers. Genieße noch einen Moment, dass deine Augen gerade nichts sehen müssen, dass du dich ganz auf das Fühlen einlassen kannst. Enjoy that your eyes don't have to work now and you can just feel. Lass dann zum Zurückkehren deine Atmung tiefer werden. You can start and come back by inhaling deep, exhaling. Beginne Hände und Füße zu bewegen oder bleibe gerne noch einen Moment liegen. You can move your hands and feet or you can just remain in the relaxation. You can stretch. Kannst dich dehnen, strecken, räkeln und dich dann gerne einen Moment auf die Seite drehen, bevor du nach oben kommst zum Sitzen, wenn du das möchtest. You can lie on one side for a moment before you come to a sitting position. Dann beende ich auch diese Stunde gerne mit dir gemeinsam. Ich danke dir fürs Mitmachen. Thank you for participating. I hope you enjoyed some of the exercises. And see you next week.
Hab eine wunderschöne Woche. Have a lovely week, a beautiful time. Stay healthy and happy. Bleibt gesund und happy. Bye bye. Tschüss.